Schön, dass ihr dabei seid bei unserer Nutanix at Work, diesmal mit Elsys Systems und das Thema Data Center Modernisierung, hybride Cloud. Und mit dabei ist einmal der Herr Michael Kürsteiner von der Elsys Systems, er ist Senior Sales Consultant, und Marco Voigt, Senior Consultant Data Solutions Services. Genau. Ja, wie gesagt, schon on-demand verfügbar. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gern einfach unter über das Q&A eingebe. Und dann würde ich jetzt mal ganz kurz starten mit einer kleinen Übersicht über Nutanix und dann übernehmen nachher die Herren von Elsys Systems und gehen darauf ein, einfach wie die hybride Cloud, sage ich jetzt mal, im Unternehmen das Ganze einfach agiler und flexibler macht. So, ich hoffe, ihr seht mein Screen. Die Nummer 1 Frage immer bei Zoom oder jedem anderen Online-Tool. Genau, ganz kurz Nutanix Enterprise Cloud Plattform. Zu mir bin Maike Rischka, Territory Account Manager. Bin jetzt seit knapp 2 Jahren bei den Nutanix dabei und bin hauptsächlich in der Region Ostschweiz unterwegs. Ganz kurz zu Nutanix selber. Mir wurde 2009 gegründet, haben um die 6.000 Mitarbeiter, 18.000 Kunden weltweit in über 140 Länder, 6 Kontinente Vertreter. Und unser Ziel ist einfach wirklich so, die Datacenter-Infrastruktur und die Cloud unsichtbar zu machen, damit sich die IT auf die Applikationen und Services fokussieren kann, die am Ende des Tages auch wirklich den Mehrwert und das Geld bringen, weil so ein bisschen Server streicheln, davon hat einfach nur keiner was verdient. Genau. Dann, als Nutanix gegründet wurde und da wirklich mit jedem neuen Produkt, was mir so auf den Markt bringe, schauen wir einfach, was tut der IT weh und wo wird es einfach komplex. Und da sieht man einfach so diese 3 Pillars ganz deutlich. Zum einen mit der Infrastruktur, man sieht die verschiedenen Labels, damit kommen verschiedene Updates, verschiedene Management-Oberflächen, braucht einfach sehr viel Zeit zum Konsumieren und Provisionieren. Und man kann natürlich dann auch da oft nicht so schnell den Fehler rausfinden, wenn einer entsteht und es dauert einfach Zeit. Genauso eben auch mit den Prozessen, schwierig rauszuskalieren und abzugraden. Und oft hat man einfach hohe Upfront-Capex-Kosten, weil man halt wirklich schon die ganze Ressource an Tag 0 meistens beziehen muss. Und dann stehen sie oft für eine Zeit lang einfach still. Dann der letzte Punkt kommt einfach mit den Mitarbeitern. Dadurch, dass sie Firefighting betreiben müssen, haben die oft wenig Zeit, um Innovationen voranzutreiben im Unternehmen. Und es braucht oft IT-Spezialisten für die einzelnen Bereiche. Was man dann immer mehr sieht, ist einfach Public Cloud und man hört oft Cloud First Strategie von Unternehmen. Gleichzeitig ist aber eben auch eine Competition für die Enterprise IT. Und unser Ziel ist wirklich so, diese Vorteile aus der Public Cloud eben on-prem zu bringen. Ein Vorteil ist einfach Rapid Time to Market. Man kann schnell Applikationen innerhalb von wenigen Minuten auf den Markt bringen, rausskalieren, löschen, wenn es nichts war, mehr oder weniger, hat nicht viel verloren. Dann eben Pay as you Grow. Man bezahlt einfach nur das, was man braucht und wann man es braucht. Dann eben die One-Click-Operations. Man braucht einfach sehr wenig Zeit, um die ganze Infrastruktur zu managen in der Public Cloud. Und eben auch die Continuous Innovation. Also die großen Public Cloud-Anbieter, die feuern die Innovationen ja nur so raus. Man kann oft einfach nur mit großem Auge zuschauen und ja, ist oft schwer, da einfach damit zu kommen, sage ich jetzt mal, mit der eigenen IT. Was wir immer mehr sehen, ist eben diese hybride Cloud, wo nachher die Elsys Systems auch noch genauer drauf eingeht, als ich jetzt in dem kurzen Überblick. Aber es geht einfach nur darum, dass man halt wirklich so einen Mix fährt zwischen privater Cloud und Public Cloud, eben so einen hybriden Cloud-Ansatz und je nach Workload dann einfach entscheidet, wo lasse ich diesen Workload optimalerweise laufen. Entweder in der Private Cloud, einfach für Workloads, die vorhersehbar sind, eine hohe Performance brauche, niedrige Latenzzeit, vielleicht auch von Compliance-Seite hohe Anforderungen oder auch eine hohe Kontrolle benötige und dann auch wirklich in die Public Cloud Workloads gebe, die zum Beispiel elastisch sind oder einfach auch schon Cloud Native per se sind. So, jetzt der Schlag zurück zu Nutanix. Das Ganze war einfach der Aufbau. Uns ist ganz wichtig wirklich die Freedom to Choose, dass das der Kunde wirklich hat. Zum einen geht es schon los mit dem Hypervisor selber. Wir haben unseren Nutanix AHV. Der ist in die Plattform integriert, sprich man muss keine Lizenzkosten dafür aufbringen. Wenn man jetzt aber irgendwie Applikationen hat, die ESXi oder Hyper-V vorschreiben, ist es gar kein Problem. Man muss natürlich vor allem bei ESXi einfach die Lizenzkosten noch zusätzlich aufbringen.
dann hat man den Vorteil, auch eben die Plattform frei zu wählen. Entweder von Nutanix, mehr oder weniger selber unsere Supermicro, dann aber genauso Dell, Lenovo, Cisco, HP, IBM und so weiter und so fort. Und eben auch die Private Cloud anzubinden an die Public Cloud und hat einfach da auch die Cloud Choice. Wir haben eine kleine Cloud, also da gibt es nicht ganz so viele Services, ganz so viele Data Center wie die Big Player, aber zum Beispiel Desktop as a Service oder Disaster Recovery as a Service wären da so Beispiele, die man aus der Cloud beziehen kann, aber kann eben genauso AWS, Azure oder GCP anbinden und da eben einen hybriden Cloud-Ansatz fahren oder eben auch einen Multi-Cloud-Ansatz, der einfach dann sehr vereinfacht gemanagt werden kann. Die Slide ist sehr voll, ich mag gar nicht groß drauf eingehen. Vielleicht machen es die Herren später noch, einfach nur für euch schon mal als kurzer Überblick eben, dass wir eine Plattform bieten für jegliche Applikation, für jegliche Lokation. Wir decken ganz viele Use Cases ab, also sind nicht nur Hyperconverged Infrastrukturhersteller oder Anbieter, sondern widmen uns eben auch im VDI-Bereich, Datenbanken, dann die ganzen Enterprise-Applikationen, Cloud-nativ und dann eben auch Robo und Edge mit ein oder zwei Nodes an den Außenlokationen, eben auch Dev und Test und Analytics sind so ganz häufige Use Cases, die wir haben. Und das Ziel ist einfach, wir hier wirklich eine seamless Hybrid Experience zu schaffen. Und da braucht man halt oder kann man einige Produkte dann einfach nutzen, die das Ganze noch weiter unterstützen. Zunächst beginnt einfach alles mal mit einer modernisierten Infrastruktur. Dann kann man einfach im Security-Bereich einiges verbessern. Man kann die ganzen Daten konsolidieren auf eine Plattform. Natürlich ganz viele operative Tasks automatisieren und eben auch Business Continuity sicherstellen, weil es kann ja immer mal sein, dass was passiert und da braucht man auch eine Strategie dafür. Genau, einfach nochmal ganz kurz ein paar Buzzwords zusammengefasst, was man mit Nutanix einfach bekommt. Software Defined Everything, wir haben ganz viel Machine Learning und Automation verarbeitet, die Hardware ist mehr oder weniger off the shelf, dann eben fahren wir den ganzen Webscale Engineering Ansatz, den auch die Public Cloud Anbieter fahren, sprich man startet klein und kann ins Unendliche rausskalieren. Dann eben auch das ganze Self-Healing ist mitverarbeitet und no single point of failure, weil man einfach eben eine Management-Oberfläche hat, aus der man alles raus managen kann und eben die ganze Plattform einfach für eine hybride Cloud auch gebaut wurde. Was man einfach bekommt, Rapid Time to Market, dadurch, dass man die Private Cloud flexibel rausskalieren kann, aber eben auch in die Public Cloud rausgehen kann, dann eben, dass man Pay as you grow, sprich, man wächst einfach mit der Zeit und bezahlt einfach das, was man dann braucht, dass alles verteilt ist im Data Center, dass die Systeme immer an sind, dass man einfach die ganzen One-Click-Operations und Insights bekommt, eben auf dieser einen Management-Oberfläche. Und eben die Continuous Innovation zum einen in der Private Cloud, aber auch in der Public Cloud hat. Und eben, dass man einfach kein Vendor-Login hat, indem man einfach wirklich dann den Anbieter noch frei wählen kann. Zum Schluss noch ganz kurz ein Wort zu unserem Support. Er ist wirklich Weltklasse. Wir haben einen Net Promoter Score von 90. Das heißt einfach, dass wirklich die Kunden die Tickets auch mit 9 oder 10, also mit der höchsten Punktzahl bewerten. Industriedurchschnitt liegt es so bei 40. Und ja, wir stellen das einfach sicher, weil wir haben keine Tier 1, 2, 3, sondern top ausgebildete Leute, die von Anfang bis Ende den Case dann betreuen und den dann auch lösen können, in den allermeisten Fällen. So, ja, das war es jetzt von mir. Dann würde ich mal übergeben an euch beide. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, einfach gerne reinstellen in das Q&A. Super. Vielen Dank, Maike. Vielen Dank auch an Nutanix, dass wir da an dieser Webreihe dürfen mitmachen als Nutanix, langjähriger Nutanix-Partner. Wir sind mittlerweile seit über 5 Jahren zusammen tätig, machen zusammen Lösungen für unsere Kunden. Wir möchten euch heute das Thema agiles Data Center, zum Beispiel mit Nutanix, zeigen. Zwei konkrete Use Cases. Das eine ist Update Lifecycle Management, wo man möchte genau darauf eingehen. Plus der Bereich Microsegmentation, das würde der Marco Voigt als einer von unseren Nutanix-Spezialisten übernehmen, jeweils auch gleich mit einer Demo.
Kurz vorher würde ich jetzt noch schnell auf die Firma Elze Systems eingehen, auch einen kurzen Überblick geben, wo, dass wir daheim sind, was wir machen, wie, dass wir auch Nutanix bei uns positionieren als Lösung. Am Schluss, nach dem technischen Teil, gibt es auch eine Q&A-Session. Sie können Ihre Fragen gerne im Chat stellen, dann würden wir die am Schluss bestmöglich beantworten. Gut. Zu Elze Systems, wie gesagt, wir sind seit über 5 Jahren Partner von Nutanix. Gegründet worden sind wir 1989, haben unseren Hauptsitz eigentlich schon immer am Bodensee gehabt, sind vor 1,5 Jahren von Horn auf Arbon gezogen, sind insgesamt an 3 Standorte vertreten, also Arbon, Basel und Bern, mit total etwa 60 Personen. Seit 2012 haben wir auch eine Niederlassung in Deutschland, mit knapp 20 Personen, wo wir vor allem auf den Bereich Data Analytics fokussieren. Wo sind wir für unsere Kunden tätig? Was sind unsere Kernkompetenzen? Unser Rückgrat und damit auch das älteste Segment ist der Bereich Data Engineering. Dort drin ist auch Nutanix angesiedelt. Und generell die ganzen eher infrastrukturlastigen Themen. Da ist sicher das Thema, was Maike schon angesprochen hat, mit der Hybrid Cloud oder Hybrid Infrastruktur, eine große Geschichte, wo sich viele Kunden Gedanken machen. Wir haben das auch ein bisschen unter dem Thema Cloud Readiness zusammengefasst. Das heißt, wenn ich verteilte Infrastruktur habe, also ein Teil on-premise, ein Teil in der Cloud, dann schaffe ich eigentlich zusätzliche Komplexität und das muss ich irgendwo durch können bewältigen, möglicherweise auch mit gleichen Mitarbeitern wie vorher. Und das ist möglich mit einer besseren Automatisierung von der Infrastruktur und einer besseren Orchestrierung. Das heißt, dass ich zentral Sachen kann verwalten und beispielsweise mit dem Infrastructure as Code Ansatz automatisiert kann deployen. Also dass ich relativ wenig manuelle Tasks habe. Das ist etwas, wo uns in dem Bereich stark beschäftigt. Was auch sehr aktuell ist, ist der Bereich Container. Auch da hat Nutanix eine spezifische Lösung integriert, die nennt sich Carbon, wo ich den Bereich abdecke und relativ einfach ins Thema Container einsteigen kann. Neben dem Bereich Data Engineering haben wir noch Themen Data Analytics, wo wir uns vor allem mit Logdatenmanagement beschäftigen. Einerseits das Abzeichen von den Logdaten, aber auch das Auswerten. Da sind wir seit über 10 Jahren für unsere Kunden tätig. Und als letztes und jüngster Bereich ist der Bereich Data Security, etwas, wo eigentlich immer schon wichtig ist, wo wir jetzt aber auch als dedizierten Bereich geschaffen haben. Und da haben wir auch sehr, sehr gute Lösungen im Bereich Vulnerability Management, Audit und Access Management, Endpoint und Cloud Security. Über alle 3 Bereiche bieten wir auch Managed Service an. Wir haben hier eine kurze Übersicht, die ist allerdings nicht abschliessend. Das sind vor allem die Services, die wir mehrheitlich bei den Kunden draussen haben. Es ist aber auch denkbar, beispielsweise, dass wir eine Managed Nutanix Lösung anbieten können. Das war auch schon Themen bei Kunden. Grundsätzlich vereinfache ich mir das Management schon sehr stark, indem ich Nutanix einsetzen tue. Aber wenn es jetzt wirklich Kunden gibt, die sagen, nein, ich möchte auch einen Basis-Infrastrukturbetriebsservice beziehen, dann wäre das über die Elze Systems möglich. Zu unserer Kundenliste. Wir haben ein sehr breites Portfolio da. Einige größere Banken, Versicherungen sind dabei, aber wir haben auch andere IT-Dienstleister, die wir dürfen betreuen mit unserem Know-how und Engineers. Oder Industrie und Handel ist auch vertreten. Also wir finden uns da eigentlich in jedem Umfeld zurecht. Dann noch die wichtigsten Partnerschaften. Nutanix habe ich schon angesprochen. Wir haben aber auch im Bereich Linux eine sehr gute Partnerschaft mit der Red Hat. Wir haben langjährige Partnerschaften mit der Commvault, mit der Hitachi, Splunk. Also da ist sehr viel Know-how rum. Wir haben, wo immer möglich, haben wir die höchste Partnerstufe, was wir jetzt auch bei Nutanix haben können erreichen. Gut. Dann würde ich jetzt an Marco Voigt übergehen, wo ihn technische Teil übergibt. Und ja. Vielen Dank, Michael. Vielen Dank, Maike, nochmal für die Einführung. Und von mir dann auch ein herzliches Willkommen zu Nutanix at Work an der Stelle.
So, ich werde meinen Bildschirm auch mal teilen. Sollte theoretisch der richtige sein. Genau, wir haben das Thema agiles Data Center in Bezug mit Hybrid Cloud an der Stelle. Und ja, es geht darum, Teilbereiche draus heute zu präsentieren, weil wir das Thema unglaublich groß ist und wir da an dieser Stelle natürlich nicht alles in diese knappe Stunde, die wir haben, reinpacken können. Haben uns da auf ein agiles Data Center begrenzt und auch dort nur Teilbereiche rausgenommen, weil die Begrifflichkeiten einfach wahnsinnig groß sind und das würde den Rahmen hier vollends sprengen. Das heißt, wir haben den Fokus gelegt heute auf das Thema Update Management. Maike hat es vorher schon mal angesprochen, das ist die ganze One-Click-Thematik, die einem das Leben doch sehr vereinfachen kann. Und in dem zweiten Teil von meiner Präsentation haben wir dann noch das Thema Micro-Segmentation mit Flow von Nutanix. Wie auch das einem im Data Center Alltag beziehungsweise auch in der Hybrid Cloud nachher die oder das Leben wirklich vereinfacht und Prozesse verkürzt, die sehr, sehr lang sein können. Aus Security-Sicht natürlich dann auch noch ein paar Aspekte dann hinten rein. Aber deshalb agiles Data Center. An der Stelle habe ich kurz zusammengefasst, Agilität, was bedeutet das an der Stelle? Ich habe es kurz aufgeschrieben, was im Duden steht. Das ist aber Wendigkeit, Beweglichkeit, Flinkheit, Flexibilität. Das ist so die Themen, die wirklich, also das sind die Synonyme dafür. Was ist das aber in Bezug aufs Data Center an der Stelle? Also warum möchte man überhaupt Agilität im Data Center? Also ich möchte dann natürlich flexibel auf Sachen reagieren können. Ich möchte zeitnah auf Sachen reagieren können. Und da bietet Nutanix diverse Plattformen und da als konkretes Beispiel möchte ich, wenn ich Security-Updates einspielen möchte, möchte ich nicht sämtliche Vorkonfigurationen, die ich tätigen muss, dass die sich ziehen über 6 Monate, sondern das sollte flexibel sein, möglichst schnell eingespielt werden können und ich brauche die Security-Updates natürlich as soon as possible. In Bezug zum Netzwerkbereich, zu der Micro-Segmentation hat man natürlich ähnliche Anforderungen an die Agilität. Auch da ist es mittlerweile einfach so, dass ich schneller auf Sachen reagieren muss. Ich kann in Sachen Security mir wenig erlauben mittlerweile. Dieses Thema Ransomware wird immer größer. Und auch hier muss ich agil und schnell sein, wenn ich Änderungen machen will. Es sollen nicht Riesenprozesse sein, es sollen nicht komplexe Konfigurationen sein, sondern ich möchte simpel meine ganze Infrastruktur abbilden können. Netzwerkbereich wie auch im Update-Bereich. Ja, ich habe hier ein Bild von der klassischen 3T-Architektur an der Stelle. Ich versuche mal, ob mein Laserpointer an der Stelle funktioniert. Ich glaube ja. Die klassische 3T-Architektur haben wir unten mit Storage, dazwischen eine Fiber-Channel-Komponente, unsere Hardware und irgendwo ein Virtualization-Layer. Auf die App-Geschichte oben brauche ich nicht eingehen, aber es geht um das Thema Update-Management. Was sind unsere Pain Points heutzutage? Wenn ich ein Update machen muss, was ich regelmäßig tun sollte, habe ich viele, viele Punkte, die ich zu updaten habe und alle sind abhängig miteinander und die Abhängigkeiten sind nicht klar. In erster Linie, also ich habe einen Storage-Hersteller XY, der hat in sich schon 3 bis 4 Komponenten, die ich auf Stand zu halten habe. Und habe dann hier unter Umständen schon 3 bis 4 Changes zu machen, bis ich hier auf einem aktuellen Stand bin. Das ist zeitintensiv, das kann dauern. Dann kommt nachher noch die Fiber-Channel-Ebene dazu, wo ich tatsächlich Schwierigkeiten habe. Also ich kann aus meinem Alltag berichten, die Abhängigkeiten herzustellen beziehungsweise die Kompatibilitäten zu prüfen. Das ist also nicht einfach und ein allgegenwärtiges Thema. Also jeder, der damit zu tun hat, weiß, wie mühsam es doch ist, an diese Informationen zu kommen. Welcher Switch, welche Firmware-Version ist kompatibel mit meinem Storage in genau dieser und dieser Version und am Ende dann oben auch die HBAs auf der Hardware-Seite, sind die kompatibel, welche Firmware und am Ende nachher das OS obendrauf auch noch. Und am Ende vom Tag ist es so, dass ich tatsächlich oft genau die Information oder die Konstellation, die ich habe, natürlich dort nicht in dieser Form finde. Und dann habe ich 2 Möglichkeiten, entweder Augen zu und durch und ich probiere das und es funktioniert und ich habe Glück. Oder ich muss an dieser Stelle Herstellertickets aufmachen, um mit Ihnen dann zu klären, ist es wirklich kompatibel an der Stelle und ob ich da eine sinnvolle Aussage an der Stelle kriege, ist natürlich schwierig zu sagen. Also an der Stelle ist es auch schwierig, an die Dokumente überhaupt zu kommen, geschweige sie dann abzugleichen.
Und es ist auch eigentlich selbsterklärend, dass es so viele Konstellationen gibt, die nicht alle durchgetestet werden können von den Herstellern, dass da einfach nur Teilbereiche daraus abgedeckt werden. Oben drüber kommt dann die harte Ebene, die auch einiges an Komponenten braucht, um ein Update zu fahren. Da haben wir BIOS, da haben wir HBAs, RAID-Controller, was auch immer, Management-Interfaces, Netzwerkgeschichten und Disks, was auch immer da alles dazukommt. Also da ist also einiges drin in so einer Hardware, was ich auf Stand zu halten habe. Oftmals wird das vernachlässigt, weil man es einfach gar nicht so auf dem Radar hat, dass dort eigentlich ja noch was drin ist, was eigentlich auch gepflegt werden sollte. Und dann kommen wir oben drauf noch am Ende der Hypervisor in unserem Fall, könnte ein OS sein, aber in der 3T-Architektur, also irgendwas Betriebssystemmäßiges obendrauf. Wenn wir jetzt das kurz mal zusammenrechnen, können das unter Umständen hier unten, rechnen wir mal mit 4 Changes, 5 an der Fiber Channel, Compute 6, Virtualization 7. Eventuell kann ein Update-Prozess 7 Zyklen oder 7 Changes durchlaufen, bis ich dann wirklich meine Infrastruktur auf dem neuesten Stand habe. Das ist sehr langwierig und zieht sich sehr lang. Wie gesagt, wir haben hier oben eventuell ein Security-Issue, müssen nach unten hin uns durcharbeiten, um die Kompatibilität herzustellen, im Fall vielleicht. Und dann kann sich das sehr, sehr lang ziehen, bis mein Security-Update wirklich an oberster Stelle eingespielt werden. Und damit ist man dann auch nicht mehr agil an diesem Zeitpunkt. Ja, das ist also ein großes Thema. Zeitaufwendig sehr gigantisch, wenn man es zusammenrechnet. Pro Change einen Tag sind wir bei 7 Tagen oder so weiter. Allein schon Zeitaufwand mit den Abklärungen. Also das ist, macht keinen Spaß. Jeder Engineer weiß das und keiner macht gern diese Abklärung im Voraus. Ja, ich denke, dazu brauche ich nicht zu viel zu sagen, dass Nutanix eine Hyper-Converged Infrastruktur ist. Nutanix packt das eigentlich alles in eine Box am Ende vom Tag. Und man kann jetzt sagen, man hat an der Stelle jetzt ja noch nicht wahnsinnig viel gewonnen. Also die Komponenten sind außer SAN eigentlich alles noch da. Auch die habe ich zu pflegen an der Stelle in der Nutanix-Box. Nur, also man kann nicht sagen, ich habe jetzt schon viel Zeit gewonnen. Ich muss ja auch alles updaten an der Stelle. Okay, bis an der Stelle richtig. Was habe ich aber an dieser Stelle? Ich habe an der Stelle schon mal alles von einem Hersteller. Das heißt, ich habe einen Single Point, wo ich den Kontakt herstellen kann und fragen kann, ist das mit dem kompatibel? Das wäre grundsätzlich erstmal ein Punkt. Also jede Komponente ist von Nutanix gelistet und vor allen Dingen auch in ihrer Konstellation, wie sie ausgeliefert werden, sind die ja geprüft. Von daher kann ich davon ausgehen, dass es dazu auch einen Test bzw. eine Kompatibilitätsmatrix gibt. Was ist der nächste große Vorteil, wenn ich an diese Update-Management-Geschichte mit Nutanix rangehe? Es gibt, dieses Bild ist, zeigt Nutanix sehr gerne und wir zeigen es auch sehr gerne, weil es die Oberflächen, der Oberflächenwildwuchs zeigt, der alltäglich ist bei vielen. Und was ich nicht möchte, ist, für meine Updates muss ich mich mit jedem Tool auseinandersetzen. Ich muss verschiedenste Komponenten und all das habe ich nachher auch in einem sogenannten Single Pane of Glass, kann ich das Ganze darstellen mit dem Prism. Und an dieser Stelle ist es dort auch so, dass ich an dieser Stelle auch meine Updates an einer zentralen Stelle fahre, und zwar für die gesamte Umgebung. Das ist, denke ich, ein Riesenvorteil an dieser Stelle schon mal, zu sagen, okay, wir haben eine Oberfläche, ich habe einen Eintrittspunkt und hier kann ich alle Updates fahren. Nutanix steht dann ein Tool bereit, das nennt sich Lifecycle Manager, kurz gesagt LCM. Und dieses Tool, über dieses Tool aus der Oberfläche Prism heraus, kann ich sämtliche Updates fahren, was meine Nutanix-Komponenten betrifft. An der Stelle. Wir haben hier mal die ganzen Softwarekomponenten von Nutanix gelistet mit AOS, also die Cluster-Ebene mit AHV, mit der Hypervisor-Ebene, dann sämtliche Features, die Nutanix obendrauf bietet mit Files oder Object Stores, Automatisierungsgeschichten mit Calm, all das kann ich an einer Stelle aktualisieren. Das ist schon sehr, sehr viel wert an dieser Stelle und der ganz große Benefit kommt jetzt dann, dass ich sogar die Abhängigkeit zur Hardware herstellen kann und diese geprüft ist von Nutanix. Das heißt an der Stelle, ich habe eine Oberfläche mit Lifecycle Manager und in dieser Oberfläche kann ich sämtliche Updates fahren, auch auf Hardware-Ebene und ich kann mir sogar noch sicher sein, die Updates sind untereinander kompatibel. Die sind geprüft in dieser Form und die kann ich so einspielen. Ich muss also im Vorhinein keine Dokumente durchwälzen und gucken,
ist das BIOS kompatibel mit dem AOS oder sonst was? Nein, das wird mir alles fix fertig geliefert und wenn es mir im Lifecycle Manager ein Update anzeigt, dann kann ich dieses auch ohne Bedenken an dieser Stelle installieren. Ja, das ist ein Riesenvorteil an dieser Stelle. Ich denke, man kann dann einen Change an dieser Stelle von 7 auf 1 runterbrechen, weil ich all das in der Cluster-Komponente Nutanix unter einem Change abbilden kann und es einen Update-Prozess gibt, eine Update-Reihenfolge. Damit ist es gewährleistet, dass die Sachen kompatibel sind und ich kann das wirklich in einem Change abdecken und sagen, ich update meinen Nutanix-Cluster und dann arbeite ich mich durch die einzelnen Komponenten durch und am Ende bin ich auf dem aktuellsten Stand. Gut. Wie das aussehen kann an dieser Stelle, haben wir an der Stelle vorbereitet anhand einer Live-Demo. Ich zeige einfach kurz das Tool selber, wie es aussieht. Ich hoffe, das funktioniert mit dem Bildschirm präsentieren. Ich glaube ja. Und zwar müsste man jetzt meinen Firefox sehen. Ich glaube, das stimmt. Wir haben ein Nutanix-Cluster vorbereitet. Ich glaube, die Latenz ist anhand meiner Demo etwas länger geworden, leider. Ja, doch etwas arg viel länger. So. Und dann würde ich einen kurzen Einblick in das Nutanix Lifecycle Management Tool geben. Also Eintrittspunkt unser Prism an der Stelle. Ich habe mein Dropdown-Menü und finde dort am Ende vom Tag auch wieder meinen Lifecycle Manager. Lifecycle Manager, was tut er in erster Linie? Er scannt meine komplette Infrastruktur. Also er macht eine Liste, ein Inventory über das, was ich habe in meiner Umgebung. Wir haben hier also ein 4-Node-Cluster. Es wird aufgelistet, welche BIOS-Version, welche Management-Interface-Version, HBA-Version und. Also es ist wirklich alles gelistet an der Stelle und auch an der Stelle auch sämtliche Software-Partien sind also auch gelistet, welche Versionen kompatibel sind, welche Versionen installiert sind, Entschuldigung, an der Stelle. Im Hintergrund gibt es eine Verbindung zu Nutanix, die prüft, okay, was ist kompatibel, was wäre so das next best recommended, was Nutanix vorschlägt. Und die werden dann eigentlich automatisch mir angezeigt unter Software. Ich kann also wirklich meine Softwarekomponenten einzeln anwählen, AOS. Es wird mir vorgeschlagen, aha, wir haben eine neue AOS-Version. Dann können wir die auch installieren, weil diese ist in der Form jetzt mit meinem Cluster kompatibel. Die alte Version war diese. Und ich habe an der Stelle auch noch einen Eintrittspunkt, wenn mich die Release Notes an der Stelle interessieren, was ich denn oder was es, welche Known Issues es vielleicht geben mag und ob mich das betrifft, welche Features sind denn neu dabei. Also an der Stelle habe ich das auch nochmal den direkten Eintrittspunkt zu den Release Notes. Und das gleiche Thema haben wir an dieser Stelle auch mit der Firmware. Das heißt, ich sehe auch hier meinen BIOS, meinen BMC-Stand und vor allen Dingen kann ich wirklich mit einem One-Click sagen, okay, BIOS, BMC und schiebe das Update durch. Im Hintergrund werden alle, sage ich mal, Vorkehrungen, die für das Update getroffen werden müssen, werden getroffen. Also es werden Health-Checks davor gemacht. Meine Umgebung wird geprüft, ob das so in Ordnung ist, ob ich das machen kann. Also auch da ist schon viel abgedeckt. Da gibt es dann davor Infos, ich sollte vielleicht mehr Speicher freiräumen und so weiter. Also vieles, was ich bei sämtlichen anderen Updates nicht habe, wird mir eigentlich abgenommen. Und es wird zu einem simplen Task, zu einem agilen Task an der Stelle, den ich schnell unten in meinem Datacenter ausführen kann. Genau. Erleichtert uns das Leben als Engineer wahnsinnig an der Stelle. Viel Zeitersparnis, viel Lesen fällt weg und man ist einfach schneller an der Stelle und kann eben Security-Updates innerhalb eines Tages, weil ich die Abhängigkeit nach unten hin bis auf Hardware-Ebene herstellen kann, an einem Tag durchspielen. Gut, dann muss ich zurück zu meiner Präsentation. Wir kommen zum zweiten Teil von unserem Nutanix at Work an der Stelle. Und zwar sind wir beim agilen Data Center und Microsegmentation, das sich Private sowie Hybrid Cloud natürlich dann immer ein Thema ist. Es wird jetzt sehr allgemein behandelt, aber es ist ein allgemeines Thema. Und Security und Agilität gehen meiner Ansicht nach oder unserer Ansicht nach Hand in Hand. Ich kann Security nur dann schaffen, wenn ich agil bin. Wenn ich langsam bin, bin ich immer etwas hinterher in der Security. Wie sieht eine
traditionelle Isolierung zwischen zwei Environments eigentlich in einer Produktiv- oder beziehungsweise in einer Umgebung, in einer IT-Umgebung bei Kunden aus oder bei Firmen. Es gibt den einen Ansatz, der ist VLAN-basiert, der wird oft als Basis verwendet, dass ich meine Bereiche, wie zum Beispiel hier HR und IT, irgendwo trennen will voneinander, werde ich die beiden Bereiche in eigene VLANs packen. Eigene VLANs schützen an der Stelle aber nicht vor Kompromittierung, die schützen nicht davor, vor allen Dingen nicht, dass zwischen den VLANs auch eine Kommunikation stattfindet. Das heißt, aus Security-Sicht habe ich hier an der Stelle noch nichts gewonnen. Das heißt, VLANs sind routbar, das heißt, ich kann die einfach hier rüber routen und meine Umgebung sind nicht mehr getrennt voneinander. Also aus Security-Sicht ein absolutes No-Go. Man sieht hier unten die Biohazard-Symbole. Die sind durchgängig. Wenn sie durchgehend sind, ist das grundsätzlich schlecht. Also alles kann mit allem. Und dann ist das aus Security-Sicht immer ein absolutes No-Go. Eine, denke ich, verbreiteterer Ansatz bei Kunden ist, das ganze Thema mit Firewall-Zonen zu regeln. Also sämtlicher Traffic zwischen Zonen findet über eine Firewall statt. Zwischen VLANs in unserem Fall jetzt hier. Dadurch schaffe ich es natürlich, die Zonen wirklich voneinander zu trennen. Das geht. Die Thematik ist unter Umständen nicht so wahnsinnig schnell, wenn ich doch mal was durchrouten will, aber am Ende vom Tag funktioniert das und ich bekomme zumindest mal eine Kompromittierungsstelle hier raus. Ich komme nicht mehr rüber, aber die beiden Zonen sind voneinander getrennt an der Stelle. Aber in den Zonen selber habe ich natürlich an dieser Stelle noch rein gar nichts gewonnen. Nichtsdestotrotz, man hat die Zonen zumindest immerhin getrennt. Also hier ist schon mal, Kostenpunkt ist da nicht ganz unerheblich. Ich muss eine Firewall hinstellen. Ich brauche Leute, die diese Firewall betreiben und brauche da also ein Netzwerkteam. Und auch die Zeit, bis das umgesetzt ist, kann unter Umständen ja eine Weile dauern, bis der Change dann durch ist. Dann gibt es das Tool Nutanix Flow. Das widerspiegelt eigentlich die Microsegmentation bei Nutanix. Und was macht Flow an der Stelle? Oder wie könnten wir das Ganze mit Flow eigentlich handeln? Mit Flow würde ich die Kategorien definieren, die wir vorher hatten. Wir nehmen jetzt zum Beispiel IT und HR, die beiden Bereiche, und würden sagen, wir ordnen die VMs, die in diesen Bereichen sind, Kategorien zu. Das sind nachher bei uns Environment-Kategorien. Die sehen also so aus. Wir haben HR-Apps, IT-Apps, Finance-Apps, also die beiden klammern wir aus. Wir beziehen uns mal auf diese beiden Links, HR und IT. Und möchten jetzt diese voneinander trennen. Wäre der nächste Schritt, eine Isolation Policy auf Nutanix zu definieren, die sagt, okay, wir haben keinen Traffic mehr zwischen den beiden Bereichen, zwischen den beiden Kategorien, die die VMs haben. Und dann ist damit eine Isolation erfolgt. Und der große Mehrwert an der Stelle liegt auch daran, wie man es hier unten sieht, ich kann das mit AnyVLAN, das heißt an dieser Stelle die Applikation 1, Web 1 und Web 2 könnten im gleichen VLAN, im gleichen Subnetz sein. Es ist also völlig netzwerkunabhängig an der Stelle. Es ist eine reine Kategoriegeschichte, wie ich die beiden Bereiche trennen kann. Und das macht die Verwaltung unter Umständen natürlich sehr, sehr viel einfacher, weil ich meine Apps einfach in die richtige Kategorie packe und schon sind sie automatisch voneinander getrennt. Innerhalb dieser Kategorien, in diesen Environments, gibt es dann natürlich noch App-Policies. Also auch an dieser Stelle geht es noch weiter, damit ist noch nicht vorbei. Aber wir haben diese Isolation zwischen Environments mal erledigt. In der 3-Tier-Architektur wieder oder in der 3-Tier-App-Architektur an der Stelle haben wir als Beispiel hier genommen dieses Web-App-DB, also Datenbank, Server, Web und irgendwelche Applications, die eine Verbindung zwischen beiden herstellen können. Und die haben wir in eigene VLANs gepackt an der Stelle. Security-mäßig sind die voneinander getrennt über eine Firewall, habe aber natürlich den ganzen Traffic hier drüber und das kann unter Umständen je nach Firewall dann natürlich auch eine Latency verursachen. Und ich bin natürlich auch nicht wahnsinnig flexibel und ich habe hunderte von Policies, um das Ganze abzubilden. Wir reden ja jetzt hier nur von einem Beispiel, von ein paar VLANs, aber ich habe am Ende nachher viele und die Praxis zeigt, es wird sehr, sehr komplex und unübersichtlich und meine Firewall-Rules sprengen irgendwann den Rahmen. Und was am Ende noch übrig bleibt, ist, innerhalb der VLANs habe ich trotzdem eine Kommunikation zwischen den VMs, die ich an der Stelle mit einer Firewall hier nicht in den Griff kriege. Das heißt, das Ganze ist sehr, sehr komplex,
sehr, sehr zeitaufwendig, wenn ich Änderungen beantragen will. Und die Abhängigkeiten sind natürlich gigantisch an dieser Stelle, über diese eine Stelle mit vielen, vielen Policies. Ich denke, jeder kennt das Beispiel. Genau. Und mit Flow sieht das Ganze dann anders aus. Wir identifizieren also unsere Apps, unsere App-Kategorien an der Stelle und definieren auf VM-Ebene wieder Kategorien. Wir wissen, unsere Webserver sind hier, unsere DB-Server hier unten und packen die in Kategorien rein. An dieser Stelle kann ich dann für diese Kategorien in den Apps auch wieder Policies definieren, die mir dann ganz klipp und klar beschreiben, in welche Kategorie darf er wie kommunizieren. Also grundsätzlich App oder eine Web-Applikation darf immer mit Apps kommunizieren an der Stelle, mit der App-Kategorie an der Stelle und natürlich im Zusammenhang noch mit dem Typ MyApp. Also es ist an dieser Stelle eine Unverknüpfung. Also alles, was in MyApp ist, darf an dieser Stelle der Webserver mit App kommunizieren und reingelassen wird jeglicher HTTPS-Verkehr. Was natürlich an dieser Stelle unten bei den Applikationen wie auch bei den Datenbanken sein muss, Sie müssen eine Verbindung hinhaben zu zum AD-Server, zum DNS, wie auch immer. Und da werden natürlich Verbindungen erlaubt, was aber nicht erlaubt wird, jegliche ausgehende Verbindung von dort aus. Also das könnte man so definieren. Und es geht noch weiter, also nicht nur unter diesen Kategorien kann ich Verbindungen oder beziehungsweise unterbinden oder regeln, sondern auch innerhalb dieser Kategorien nachher, also Intra-Tier-Policies, das ist dann ganz interessant. Wenn die Webserver nicht miteinander kommunizieren müssen, dann kann ich das auch trennen. Jetzt sind die im gleichen Subnetz, gleiches VLAN und trotzdem können die nicht miteinander kommunizieren über eine einfache Policy in Flow. Das ist nachher secure mit Flow an der Stelle mit Kategorien gearbeitet über eine einzelne Oberfläche, also auch hier Eintrittspunkt Prism Central, und kann das Ganze dort verwalten. Auch hier haben wir eine kleine Demo vorbereitet, wie das Ganze aussehen kann. Und zwar gehen wir dann zurück zu unserem Prism und haben auch hier den Reiter Policies Security, was gleichbedeutend ist mit Nutanix Flow. Nutanix Flow ist einfach das Produkt. Und ich habe eine simple Policy erstellt an dieser Stelle, die sagt, ich möchte meine Dev-Umgebung von meiner Port-Umgebung trennen. Also wirklich eine Isolation Policy gemacht. Habe meinen VMs an der Stelle oder meinen Apps, kann man ja auch sagen, Kategorien gegeben. Ich habe zwei VMs erzeugt. Eine habe ich in das Environment Dev gepackt und eine habe ich in das Environment Production gepackt. Diese beiden VMs lasse ich miteinander kommunizieren in unserem Beispiel. Und man sieht, sie sind im gleichen Netz und können miteinander kommunizieren. Mein Ping kommt durch und ich sehe an dieser Stelle, und das ist ein großer Vorteil, ich muss diese Policy, die ich definiere, nicht gleich aktivieren, sondern ich kann sagen, okay, wir schauen erstmal, ob ich tatsächlich, wenn ich das jetzt abstelle, nicht irgendwelche Verbindungen abbreche, die nachher Probleme machen, sondern ich kann mir dann anzeigen lassen, was für ein Traffic passiert denn noch an dieser Stelle, wenn ich dann die richtige Stelle treffe. Genau. Also man sieht hier, ich wollte das eigentlich an dieser Stelle zeigen. Genau. Wir haben hier also ICMP-Traffic, also unser Ping-Traffic, der wird auch gemonitort an der Stelle. Im Moment habe ich meine Policy nicht aktiviert. Sie ist nur im Monitoring-Status, aber sie ist nicht im Enforce-Status. Diese Policy werde ich jetzt mal aktivieren, dass sie auch wirklich greift. An dieser Stelle. Das ist ein Ding von wirklich Sekunden von meiner Kategorie. Und an dieser Stelle sieht man jetzt, das war es mit der Kommunikation von beiden Seiten. Ich habe die beiden VMs also voneinander isoliert mit einem Klick an der Stelle. Wie simpel so eine Konfiguration sein kann an der Stelle, sieht man, wenn man die Policy sich mal anschaut, was ist bei einer Isolation Policy eigentlich definiert. Man gibt ihr einen Namen, man gibt ihr eine Description oder den Grund, warum ich isoliere, aber eigentlich nenne ich mal Description an der Stelle. Und ich gebe einfach zwei Kategorien an der Stelle. Die können Namen haben, die frei definierbar sind. Die kann ich in Nutanix definieren. Bei mir ist es Dev und Production. Und diese beiden möchte ich voneinander trennen. Und dann habe ich noch die Möglichkeit zu sagen, okay,
gleich aktivieren und wirklich greifen oder will ich sie erst monitoren? Das ist alles an dieser Stelle, um eine Isolation Policy zu erzeugen. Um das Ganze nicht in den Rahmen zu sprengen für heute, war das meine Präsentation an der Stelle. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und wenn es, denke ich, Fragen gibt, dürften die an der Stelle wahrscheinlich gestellt werden. Maike, gibst du mir da recht? Genau, ich schaue gerade mal rein. Vielen Dank euch auf jeden Fall schon mal, Michael und Marco. Sehr cool die Demo, sehr eindrücklich, auch der Überblick über LCM und Flow, sehr interessant und finde es immer gut, wenn man es dann doch mal live auch so ein Stück weit sieht, wie das Ganze funktioniert und dass es doch so einfach ist und nicht nur unsere Sales Slides große Worte sind und da sogar auch was dahinter steckt. Ja, im Tool gibt es im Moment keine Fragen, aber ich hätte noch zwei Fragen. Gerne. Zum einen, wie funktioniert Flow in Kombination mit einer Firewall denn? Genau, also es wird ja in einer Umgebung wahrscheinlich noch andere Komponenten geben, nicht nur innerhalb Nutanix, sondern auch extern. Also eine Kombination mit einer Firewall ist grundsätzlich immer möglich. Was natürlich zu beachten ist, alles, was ich auf der Firewall natürlich dann mir blockiere, welcher Traffic auch über die Firewall geht, der ist nachher auch blockiert. Also ich muss natürlich auf der Firewall etwas offener fahren an der Stelle, dass meine Umgebung dann auch richtig funktioniert. Also wenn zwischen den Apps auch eine Kommunikation stattfinden sollte, dann sollte auch auf der Firewall das freigegeben sein. Genau. Okay, sehr gut. Dann noch, was passiert mit dem LCM-Tool, wenn mein Cluster zum Beispiel keine Verbindung ins Internet hat? Ja, auch das ist möglich. Es gibt ein sogenanntes Darkside-Bundle von Nutanix, was ich lokal bei mir implementieren kann. Das ist eine Art Webserver, von der quasi mein LCM-Tool dann intern die Daten abrufen kann. Das ist natürlich ein manueller Prozess jedes Mal. Ich lade das einmal runter, packe das auf meinen Webserver und Nutanix LCM kontaktiert dann den internen Webserver an der Stelle. Okay, alles klar. Perfekt, sehr gut. Schau noch mal ganz kurz rein, ob es doch noch mal eine Frage gibt. Nee, passt soweit. Dann würde ich sagen, vielen Dank euch nochmal fürs Präsentieren, fürs Zeigen, auch den Zuhörern. Hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, es ist auch on demand nochmal verfügbar, wenn ihr euch nochmal was in Ruhe anschauen wollt. Und sonst natürlich auch gerne jederzeit auf uns zukommen, auf LC Systems oder auch auf uns. Und ja, dann bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen und vielen Dank. Macht's gut. Tschüss. Danke gleichfalls. Ade. Ade miteinander.